Viel Spaß am nachfolgenden Video. Wünsche euch der Metalizer. Wir bauen das Tapirgehege und wir haben Stau. Hier sollten die, ich glaube, die kosten mal ein bisschen. Will das die wieder kostenlos, die Toiletten. Wir pausieren mal eben kurz hier und ziehen die Gruppe mal, also ziehen die einzelnen Gruppen mal so ein bisschen raus hier. Das findet Waldo. Findet Waldo für fortgeschritten, ne? Nur daher kann man bei den Waldo-Bildern, mal mit der rosanen, mit der roten, rot-weißen Mütze, da kann man leider nicht einzelne, also da kann man leider nicht die Leute wegschieben. Von links nach rechts hier, diese ganzen Wimmelbild-Geschichten. So, aber es löst sich hier langsam ein bisschen auf. Also waren ganz schön viele hier. Jetzt gucken wir, was jetzt passiert. Flop, alle fallen sie runter. Kommen die jetzt besser durch? Ach nee, die laufen alle wieder, oh Gott. Die laufen wie die Zombies wieder genau dahin, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Also der Weg ist schon 10 Meter breit. Ich weiß nicht, ob ich es hätte noch breiter machen müssen. Du könntest natürlich aber mal testen. Oh. Nee, nicht Mitarbeiterweg. Shit. So. Dann verkaufen wir nämlich die Bank und den Müllheimer. Dann sagen wir Wege, die normalen Wege hier. Und ziehen das Ganze mal hier so außen rum. So. Vielleicht entspannt sich die Lage jetzt hier ein bisschen. Ja! Hey, es löst sich auf. Ich weiß nicht, ob es an dem Weg jetzt lag oder ob es ein Zufall war. Aber zumindest löst es sich gerade auf. Sehr gut. So, ein bisschen den Geldautomat nochmal umstellen hier. Beziehungsweise wir können auch einen weiteren platzieren. Ja, komm, wir platzieren noch einen weiteren. Und zwar hier neben der Spendenbox direkt. Ganz dezenter Hinweis. So. Ja, interessant. Okay. Das heißt, wir haben die Menschenmasse jetzt gerade nur aufgelöst, weil wir einen weiteren Weg gebaut haben. Obwohl die Leute den Weg gar nicht benutzen. Aber lass uns am besten nicht drüber sprechen. Das ignorieren wir einfach. Eine Einrichtung ist ausgefallen. Warum sind die Toiletten ausgefallen? Wahrscheinlich überlaufen. Oder übergelaufen. Wir werden es bestimmt nochmal rausfinden. Gut, was sagen unsere Tiere? Erwarten wir Nachwuchs vielleicht irgendwo? Das sieht gerade nicht danach aus. Und die Inspektorin ist gekommen. Aber bis dahin sind die Toilettenblöcke wieder heile. Der Techniker ist aber schon da. Der kümmert sich schon. Und hat das alles repariert. Sehr gut. Aber Glück gehabt, ey. Das hätte noch gefehlt, wenn die Technikerin da, wenn die Inspekteurin da noch rumgemeckert hätte. Deswegen. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die nächsten Tiere. Beziehungsweise, schauen wir mal nach weiteren Getränkeläden. Forschen wir doch nochmal, weil die Leute haben alle irgendwie Durst gehabt. Und bei Mandrill sehen wir jetzt übrigens auch, ne, die sind gefährdet und leben halt in Afrika. Ah, wir haben schon wieder einen trächtigen V hier. Super. Die wirft auch bald schon. Sind wir den anderen eigentlich losgeworden? Das können wir mal gucken. Nee, sind wir nicht. Sind wir leider nicht. Der Wolf geht auch nicht weg, obwohl er halt Fruchtbarkeitsgen von 100% hat. Also der ist halt... Wenn man den hinzu reinsetzt, dann geht's aber rund.
Gut, was für Tiere können wir uns denn nochmal holen? Ich würde natürlich auch gerne welche nehmen, die ich bisher auch nicht im Livestream hatte. Also auf Twitch gibt es ja auch einen Livestream. Wir gucken einfach mal. Schildkröten hatten wir schon. Ein Tapir. Geil, Tapire. Okay, gucken wir mal, was die Tapire so machen. Die so kosten. Hier ist einer für 28. Beim Aufnehmen. Oh, Männchen brauchen wir auch noch für 304. Hm. Ja, okay. Ey, holen wir uns den auch nochmal mit dazu. Ja, und jetzt ist es wieder dunkel aus. Gut, wir haben Tapire. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Wir haben schon wieder einen trächtigen V. Die müssen wir bald mal die Pille geben. Ich würde sagen, Tapire hier. In dem Bereich hier. Von da aus können die Mitarbeiter noch rüberkommen. Das würde passen. Tapire sind, glaube ich, auch nicht so groß. Ne? Ich glaube, da brauchen wir nicht so große Wände ziehen, also nicht so hohe Wände. Aber das schon noch mal ganz kurz. Da können wir es nämlich hier mit dem Weg mich auch anpassen. Habe ich zumindest eigentlich gedacht. Das ist zu weit. Ja, hier so ansetzen. Die kürzer vielleicht mal so 5 Meter. Und den dann auf 10. Was sich so mit dem Weg hier wölbt. Ja, auch nicht ganz so lang. So, und dann natürlich wieder die Ziegelwand. 90 Grad Winkel. So. Ach, natürlich nicht 90 Grad Winkel. Wir wollen ja noch ganz normal ein bisschen biegen. So. So, das hier ist das Tapir-Gehege dann. Auch hier brauchen wir natürlich noch einen Eingang für die Mitarbeiter. Da passt er ganz gut. Mal einen schönen Mitarbeiterweg dahin. Und die nächsten Gehege, also hier könnte natürlich auch noch ein Gehege hinkommen. Das heißt, es macht jetzt Sinn, wenn wir hier nochmal eine Tierpflegerhütte bauen, eine große, wo dann das Essen zubereitet wird für unsere neuen Tapire. Und da verlegen wir die beiden mal. Nummer 1. Und Nummer 2. Und letztes Tier hier. Moment. Letzten Mandrill. Wo mein Tierarzt und Tierpfleger sicherheitshalber das Gehege nochmal sich darum gekümmert wird. Und hauen gerade mal bei den Mitarbeitern, ob die. Ah, hier. Mhm. So, 2,6. Damit ist er zufrieden. Und der Techniker kriegt auch noch ein bisschen mehr, auch 2,6. Auch mit zufrieden, sehr gut. Oh, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. 280 reicht. Gut. Veterinärforschung. Mittelamerikanischer Tapir. Weil die Mandrillforschung und blauer V-Forschung haben wir durch. Oh, 3 Tiere stehen im Tode nah. Moment.
Bodennah würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Wir gucken uns mal die Tapire mal an. Das Gehege passt von der Größe her, die brauchen aber ein bisschen mehr kurzes Gras, habe ich schon fast gedacht. So. Boah, das ist ein bisschen zu viel. Erde. Die brauchen ein bisschen mehr Erde, so passt das. Ja, das sieht gut aus. Wasserflächen brauchen die. Eieiei, okay. Dann bauen wir mal eine Wasserfläche, würde ich sagen. Kommen wir hier in die Wasserfläche. So. Da kommt dann Wasser rein. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Wasser. Ich glaube, das reicht sonst noch nicht. Ah, das entfernen wir das Wasser erstmal wieder. Oh, reicht immer noch nicht, oder? Nee, die wollen mehr haben. Okay, gucken wir mal. Ach, kommt schon, Jungs. Nee, vielleicht müssen wir mal anders rangehen an die Sache. Jetzt gerade gesagt, dass sie genug Wasser haben. Verdammt! Ah. Wir müssen es aber normal weiterlaufen lassen. So. Das reicht ihnen schon, okay. Das sieht halt irgendwie. Nee, das sieht scheiße aus. Das kann ich so nicht lassen. Das können wir so definitiv nicht lassen. So sieht es besser aus. Ja. Wunderbar, jetzt haben die Wasser. Die brauchen natürlich noch einen stabilen Rückzugsort. Auch den sollen sie natürlich bekommen. Gucken wir, was wir für Pflanzen reinstellen können. Genau, da brauchen wir noch welche. Und zwar Natur. Setzen wir einmal einen Filter auf die Biome. Tropen gemäßigt und Graslandschaft. Dazu Kontinent Süd- und Mittelamerikanisch. Und da kriegen wir hier ein bisschen ein paar Sträucher hier ans Ufer rangesetzt. Und auch hier machen wir es wieder so, wir kopieren uns das alles, die drei hier, oder die vier. Sagen kopieren, setzen sie hier nochmal hin. Dann kopieren wir uns die nochmal wieder zusammen hier, beziehungsweise die hier. Kopieren sie auch nochmal, setzen sie hier hin. Hier nochmal kopieren. Daran. Den können wir löschen. So. Ja, Bepflanzung nimmt langsam Form an. Geht aber noch ein bisschen mehr. Noch hier. Östliches Fenster. Was? Fensterblatt, ja. So. Oh. Die schweben hier ein bisschen in der Luft.
Das sieht ja nicht so schön aus. Probieren wir es nochmal eben nochmal. Auch die schweben noch ein bisschen in der Luft hier. Fantastisch. Gut, da kümmern wir uns gleich drum. Man sieht die Wohlbefinden hier. Und ich glaube, die brauchen wir wirklich ein bisschen mehr pflanzen. Also die fühlen sich wohl, wenn sie pflanzen, ja. Im Gehege haben. Das ist eine kleine Küstenmangrobe. Dürfte eigentlich auch gehen, oder? Ja, da kommen sie auch zum Wasser noch hin. So. Jetzt hier hinten irgendwo noch eine hin. Ja, ist im guten Bereich, ist im guten Bereich, aber da geht noch ein bisschen mehr. Hier noch einen kleinen Baum hier ins Gehege. Oh, das war zu viel. Okay, das war zu viel. Das war auf jeden Fall keine so gute Idee. Ein paar Wurzeln hier nochmal hin. Auch da können wir jetzt wieder gleich ein bisschen was kopieren. So. Da haben wir so eine kleine Ecke für die Tapire. Passt auch ganz gut für die Pflanzung hier jetzt gerade. Brauchen natürlich noch einen stabilen Rückzugsort. Das ist klar. Und jetzt testen wir mal. Jetzt will ich mal was testen. Und zwar hatte ich nämlich gesehen, es gibt ja hier im Gehege, gibt es ja hier diese Rückzugsorte. Und ich würde ganz gerne mal selber einen bauen. Und deswegen gibt es ja hier, es gibt ja hier so ein paar Dächer und Böden und Wände. Und ja, das ist so, naja, kann man machen, sieht aber irgendwie doof aus. Und ich wollte das eigentlich mit Steinen machen. Und ich wollte, oder mit Steinen testen, besser gesagt. Und das wollte ich mir jetzt mal eben anschauen hier. Und zwar gibt es ja hier so ein, na gut, das ist ein ziemlich großer Felsen jetzt hier. Wie so eine Art Höhle quasi. Wollte ich eigentlich bauen. Und da gibt es hier diese Tigerfelsen zum Beispiel. Oder das hier. Und zwar stellen wir den jetzt einfach mal hier so auf. Wollte ihn eigentlich nur aufstellen hier, so. Ja. So. Und so. Und dann wie so ein Dach. Ein Dach draufsetzt. Ohne vernünftiges, hier sowas hier. Quasi so ein bisschen drauf werkelt. Und vielleicht hilft das, also vielleicht bringt das was. Ich wollte es mal, also ich habe es bei den, ich habe es mal im Livestream, habe ich das mal getestet gehabt mit Schildkröten.
Das hat irgendwie nicht so geklappt. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob das hier vielleicht so klappt. Also ob das dann quasi als stabiler Rückzugsort zählen würde. Also wie so eine Art Sichtschutz quasi jetzt hier bauen. Also einfach hier. Weil im Prinzip sind die Tiere jetzt hier schon, oder sollten eigentlich schon geschützt sein. Sollte eigentlich ausreichen. Auch wenn es jetzt nicht gerade schön ist, zumindest ist es selten. Und wir packen jetzt hier mal so einen Schlafplatz jetzt hier rein. Ich würde mich da hinlegen und schlafen. Zählt das? Mal gucken. Ah, es zählt. Er ist schon wieder rückzugsort. Sehr cool. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Eben gerade zählt es jetzt nicht mehr. Alles klar, ich verstehe. Dann müssen wir vielleicht die ganzen Pflanzen hier. Ah, rüberziehen, aber es zählt. Zählt leider nicht, aus welchem Grund auch immer. Ja, den Grund erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Die Tapire sind da, wir bauen dann auch noch das Gehege weiter. Die werden sich auf jeden Fall pudelwohl fühlen, so viel kann ich schon mal versprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten und schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wuhu! Bis bald, euer Metalizer.